Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu unserer Monza-Vorschau. Großer Preis in Italien. Er steht an diesem Wochenende am Triple-Header. Bianca Garloff nicht in Monza, wieder in ihrem kleinen Kellerchen mit den zwei Postern im Hintergrund. Ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, hallo Alex, so klein ist mein Kellerchen gar nicht. Ihr seht noch nicht, wie groß er ist. Das stimmt. Ja, richtig. Diesmal kein Monza. Ralf Bach ist vor Ort, hat mich schon mit Infos gefüttert. Zwei Rennen hintereinander haben mir erstmal gereicht. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich war ja in der Nordsee bestimmt ganz schön da oben in Zandvoort, ne? Ja, es war das erste Mal tatsächlich, dass ich in Zandvoort war. War wirklich schön, aber so zwei Rennen hintereinander und dann noch ein Triple-Header on top, das ist doch recht anstrengend. Und ich habe jetzt auch erstmal wieder meine Kontakte aufgewärmt, Infos eingesammelt. Das reicht dann, wenn Ralf vor Ort ist. Dann wird auch der Infofluss weiter gut, ja, wie soll ich sagen, fließen. Insofern passt alles. Ja, da bin ich mal gespannt, was du zu den einzelnen Themen zu erzählen hast. Fangen wir mal an mit Ferrari, haben jetzt das Heimspiel. Wie siehst du da erstmal die Chancen für die Roten gegen Max Verstappen? Ist er zu schlagen? Nein, also Ferrari sagt ja selbst, sie werden es schwer haben in Monza. Sie sind halt einfach zu langsam auf der Geraden. Das Auto hat zu viel Luftwiderstand. Insofern rechnen die im Moment, sagen sie selbst, eben nicht, dass sie da ganz vorne wegfahren. Wer weiß, in Monza ist alles möglich. Die Tifosi werden natürlich alles dafür geben, dass sich Ferrari wohlfühlt sozusagen. Aber das hat ja auch in den letzten Jahren nicht immer funktioniert. Ich erinnere mich, dass ich doch öfter den einen oder anderen Ferrari in Monza im Kiesbett gesehen habe in den letzten Jahren. Also insofern ist das vielleicht tatsächlich sogar mehr Druck als Euphorie, die antreibt. Naja, und der Druck, der ist auch jetzt schon wieder da, denn es gibt schon in italienischen Medien Gerüchte, dass Mattia Binotto abgelöst werden könnte, wenn er jetzt nicht endlich mal Ferrari wieder in die Siegesspur zurückbringt. Da ist auch die Rede davon, dass Ferrari in Monza gewinnen muss oder die WM, damit er nicht gefeuert wird. Ja, die WM, würde ich mal sagen, 109 Punkte Rückstand schon nicht mehr zu machen. Monza, ja, wird auch schwer. Ganz lustig, Charles Leclerc ist angesprochen worden darauf in der Pressekonferenz, tat dann so, als wenn er von all den Gerüchten nichts weiß. Das glaube ich ihm sogar, weil die Formel-1-Stars, die lesen natürlich nicht die aktuelle Zeitung. Es stand wohl heute in einer italienischen Tageszeitung. Naja, und es wird jetzt vielleicht dann doch langsam mal eng für Mattia. Gerüchten zufolge hat Ferrari sogar schon Kontakt gesucht zu Andreas Seidel. Ob der will oder nicht, das ist jetzt in diesem Fall erstmal zweitrangig, weil ich glaube, er fühlt sich bei McLaren doch recht wohl. Aber das ist natürlich ein ungutes Zeichen, wenn die Ferrari-Führungsriege dann jetzt doch sich mal nach einem anderen Rennleiter umschaut, ne? Aber nach all dem, was da zuletzt passiert ist, bis hin zu dem Truck, der ja auch irgendwie Bremsprobleme hatte oder Rauchentwicklung auf dem Weg von Zandvoort nach Monza, das spricht alles nicht gerade dafür, dass es rund läuft bei der Scuderia. Nee, da klappt wirklich nichts. Und jetzt streiken sogar die Laster, die sich das nicht mehr antun wollen. Ja, jetzt haben sie sich gedacht, jetzt ist heute alles so schräg und jetzt ändern sie nochmal ein bisschen die Farben. Jetzt haben sie sich einen gelben Klecks aufs Auto gemacht und Leclerc und Sainz sind auch komplett in Gelb unterwegs. Overall und Helm. Ja, was hat denn das mit sich auf sich da, die Aktion? Ja, das ist halt die Sonderlackierung, die sie ja öfter in Monza machen. Diesmal auch noch wieder, um auf 75 Jahre Ferrari hinzudeuten. Monza selbst feiert ja auch 100-jährigen Geburtstag dieses Jahr. Ja, aber bei Charles Leclerc, da erinnert mich das mehr an dieses Bananenoutfit, was er ja mal angezogen hat, als er Sim Racing gemacht hat. Ja, weiß nicht. Ich finde Rot eine sehr, sehr schöne Farbe, auch was die Anzüge angeht. Das Gelb, das ist mir ein bisschen zu grell. Aber gut, jedem das seine, Leclerc und Sainz diesmal komplett in Gelb und ein kleiner gelber Fleck sozusagen auf der Motorhaube und am Frontflügel. Naja, schneller machen wird der Ferrari ganz sicher nicht, aber nette Idee halt fürs Heimrennen. Ja, auf jeden Fall. Sprechen wir mal jetzt über Mick Schumacher. Was gibt es da so Neues jetzt? Was ist in der Woche so passiert? Was ist da schon was raus für 2023? Nee, für 2023 immer noch nichts. Also erstmal, ja, was ist in der Woche passiert? Er hat sich zu Wort gemeldet nach Zandvoort und hat gesagt, es wird in Monza jetzt auch ja, ein hartes Wochenende, weil er hat natürlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie Ferrari. Sein Haas ist ja der weiße Ferrari, wenn man so will, ist ja ein B-Auto, eine Kopie des roten Renners. Und wenn die zu viel Luftwiderstand haben und zu langsam sind auf den Geraden, dann hat Mick das auch. Das heißt, es wird schwer für ihn, sich in Szene zu setzen in Monza. Und das muss er ja bekanntlich. Hat ja die drei Rennen nochmal Gnadenfrist bekommen, um sich für Haas zu empfehlen fürs nächste Jahr. In Zandvoort hat er es gemacht im Qualifying mit Platz 8. Und dann hat Haas ihm zwei Boxenstopps versaut. Naja, und am Ende nur Platz 13. Das
ja, dieses Mal wird es vom Auto her grundsätzlich schwer werden. Ja, und da sind wir dann eben, wie du sagst, bei 2023 kann er sich dafür empfehlen. Ja, die Schwingungen, die man von Haas so empfängt, sind, dass da tatsächlich nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen ist zwischen Günther Steiner und Mick Schumacher. Also wenn man sich da einigt auf 2023, dann ja, vielleicht weil die Vernunft am Ende sagt, dass es für beide Seiten doch das Beste irgendwie ist. Ich meine, Mick Schumacher fährt jetzt ja seit Kanada tatsächlich eine gute Saison, kann man ja nicht anders sagen. Der Name ist auch ein Asset für das Team. Also eigentlich, wenn ich jetzt Günther Steiner wäre, würde ich mich fragen, warum ich überhaupt auf Mick Schumacher verzichten sollte. Die Alternativen sind jetzt auch nicht so prall. Also Antonio Giovinazzi, der in der Formel E jetzt nicht gerade überzeugt hat. Ja, wer ist dann noch? Daniel Ricciardo. Zu dem kommen wir später, glaube ich, nochmal. Aber der ist jetzt im Moment im McLaren auch nicht unbedingt so, dass man sagt, dass man den unbedingt haben muss. Und zuletzt gab es jetzt irgendwie, heute habe ich das gelesen, Gerüchte um Nico Hülkenberg. Mein Stand aus Spa und Zandvoort war, dass der Hülki ja jetzt nicht unbedingt mit einem Hinterbänkler-Team zurückkommen muss in die Formel 1. Der fühlt sich bei Aston Martin als Testfahrer ganz wohl, als frischgebackener Papa ja auch. Also da weiß ich nicht, also in meiner Welt sind die Alternativen zu Mick Schumacher nicht so groß, aber Günther Steiner pokert halt hoch, tut so, als wenn er ganz viele Alternativen hat, weil ihn das wohl doch alles ja mit dem Druck, den er auch durch Mick kriegt, nervt. Wo könnte Mick hin? Immer noch offen Alpine. Bei Alpine ja, geht ja Fernando Alonso, Esteban Ocon. Der Kumpel von Mick Schumacher fährt übrigens jetzt in Monza auch mit einem Michael Schumacher-Helm und hat ja er für mich erstmals so ja, richtig offiziell gesagt, dass der Michael sein großes Idol war. Der pusht natürlich für Mick Schumacher bei Alpine. Und ich glaube auch zu wissen, so würde ich das jetzt mal formulieren, dass ein gewisses Grundinteresse bei Alpine für Mick Schumacher vorhanden ist. Das habe ich jedenfalls in Zandvoort so mitgekriegt. Aber es ist auch ein sehr starkes Interesse an Pierre Gasly vorhanden. Gasly, der ja Alpha Tauri fährt und bei Alpha Tauri durchaus ersetzt werden könnte durch Colton Herta. Jedenfalls hat Red Bull ein Auge auf den Amerikaner, der ja IndyCar fährt, geworfen, weil er natürlich für den amerikanischen Markt ein ja, wichtiger Werbebotschafter sein könnte. Ja, welche Rolle spielt da Mick Schumacher, wenn Pierre Gasly zu Alpine wechselt, wäre ja bei Alpha Tauri theoretisch ein Platz frei. Den soll Colton Herta bekommen, aber wir wissen auch, dass Franz Tost ein Fan von Mick Schumacher ist, durch Ralf Schumacher, mit dem Franz ja früher als Betreuer zusammengearbeitet hat, natürlich auch eine Nähe hat. Und Franz hätte Mick Schumacher gerne in seinem Team. Bei Red Bull sieht man das im Moment noch anders. Da sagt der knorrige Helmut Marko, solange Mick bei Ferrari unter Vertrag ist, und das ist er ja in der Ferrari-Akademie, solange gibt es keinen Mick Schumacher bei Red Bull. Aber wir wissen ja auch, dass Mick sich von Ferrari trennt. So, das heißt, wenn Colton Herta nicht kommen sollte zu Alpha Tauri, dann könnte sich vielleicht doch die Tür einen ganz kleinen Spalt öffnen für Mick Schumacher. Warum sollte Colton Herta nicht kommen können? Ja, weil ihm die Superlizenzpunkte fehlen. Die IndyCar-Serie ist keine Serie, in der man sich für die Superlizenz, also für den Formel-1-Führerschein qualifizieren kann. Formel-1-Boss Stefano Domenicali hat ganz klar gesagt, er findet auch, man sollte die Regeln da nicht aufweichen, egal wie wichtig ein amerikanischer Fahrer ist. Und das könnte natürlich dann diese kleine Tür für Mick Schumacher öffnen oder halt verhindern, dass Alpha Tauri bzw. Red Bull Pierre Gasly gehen lässt. Ja, und dann ist da noch Williams. Bei Williams ist Alex Albon fest für nächstes Jahr. Nicola Latifi hat noch nicht offiziell einen neuen Vertrag bekommen, bringt ja aber ja, Kohle mit. geschätzte, ja, zwischen 20 und 30 Millionen mit. Ob man dafür oder ob man die gehen lassen möchte, sehe ich eher als fraglich an. Aber es gibt trotz allem eine gute Nachricht für Mick Schumacher. Denn was wir so gehört haben, ist, dass Audi ihn schon jetzt auf dem Radar hat. Ihn wohl offenbar tatsächlich auch gedanklich schon mal in dem zukünftigen Sauber, also in dem Team, was man kaufen möchte, das wird ja das Sauber-Team sein, platziert hätte. Dort allerdings haben Valtteri Bottas und Guanyu Zhou schon unterschriebene Verträge. Die will man nicht brechen, deswegen ist 2023 halt so ein, ja, so ein Übergangsjahr für Mick, wo Audi noch nicht so richtig viel für ihn tun kann. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn da jetzt gar nichts fest ist, ich weiß auch nicht, wie viele Gespräche es da schon gibt. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das noch nicht so richtig weit gediehen ist. Aber grundsätzlich hat Audi ja klar gesagt, sie wollen deutschen Fahrer haben. Und uns ist eben in Zandvoort auch zu Ohren gekommen, dass man tatsächlich Mick Schumacher im Visier hat. Naja, und es gibt Schlimmeres, als von Audi ins Visier genommen zu werden. Und das hat dann auch Mercedes-Chef Toto Wolff dazu veranlasst, mal wieder eine Lobeshymne auf Mick zu singen. Klar, der hat auch kein Cockpit frei für nächstes Jahr, aber
Mein Gott, also ein Fahrer kann in einer schlechteren Position sein, als wenn zwei große deutsche Hersteller seinen Namen in den Mund nehmen, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du Audi auch gerade schon ins Gespräch gebracht. War das jetzt zu kompliziert, diese ganze Chose Nein, rund es um ist ja auch Schumacher? kompliziert, weil es eben Wahnsinn. viele Teams sind. Zukunft hast du auch noch mit reingebracht. Du hast schon eben auf jeden Fall Audi erwähnt. Ich bringe jetzt nochmal den Porsche-Ball ins Spiel. Ja, die Partnerschaft mit Red Bull, die ist geplatzt, ne? Inwieweit steigt jetzt Porsche in die Formel 1 ein? Ja, Was kann man erwarten? die Partnerschaft mit Red Bull, du sagst es, ist geplatzt. Ich glaube auch zur Überraschung von Porsche. Wir durften das ja exklusiv verkünden, nachdem Helmut Marko uns einfach so auf eine ganz normale Frage, wann verkündet ihr denn jetzt Porsche? Weil jeder hat ja gedacht, das ist ein gemachter Deal. Und dann steht er da auf der Gangway der Energy Station in Zandvoort und sagt, gar nicht. Also so wie er halt ist, nein, der Porsche-Deal ist gestorben und dann grinste er auch noch irgendwie. Da hat Porsche sich ein wenig, wie soll ich sagen, verzettelt. Vielleicht auch waren sie zu gutgläubig. Die Verhandlungen mit Red Bull waren ja wirklich weit fortgeschritten, aber am Ende wollte Red Bull nicht, ja, so viel Macht hergeben. 50% der Anteile am Team, beziehungsweise an der Chassisfabrik, und auch am Motorhersteller Red Bull Powertrains, das hätte ja bedeutet, dass Porsche auch 50% ja, der Stimmrechte sozusagen hat. Und wenn man einem Hersteller 50% von Stimmrechten überlässt, dann ist es auch klar, dass er die nutzen wird, und eigentlich, wenn es geht, sogar noch mehr. Das heißt, Helmut Marko, Christian Horner und die Red Bull-Führung, ja, die hätten da Entscheidungsgewalt verloren. Und das wollten sie am Ende offenbar nicht. Und ihnen ist dann wohl auch aufgegangen, dass 500 Millionen, das ist so die kolportierte Summe, vielleicht im Moment für ein Formel-1-Team, was Weltmeister oder was den Weltmeister letztes Jahr gemacht hat, nicht genug ist. Und was dieses Jahr auch Weltmeister wieder werden wird, das ist ihnen mittlerweile ja auch klar. Ja, und dann haben sie wohl da einfach gesagt, nö. So, und Porsche, die sind davon ein bisschen kalt erwischt worden. Die haben noch keinen Plan B, soweit ich das höre. Sie wollen Stand jetzt definitiv in die Formel 1 einsteigen. Klar, da bieten sich vielleicht McLaren an, McLaren-Porsche, die Zusammenarbeit gab es ja schon mal. Vielleicht auch Williams. Bei beiden Teams sind ja, wie soll ich sagen, Menschen aus dem ehemaligen Volkswagen oder ehemalige Menschen aus dem Volkswagen-Konzern in der Teamleitung involviert. Bei McLaren ist das Andreas Seidel, bei Williams ist das Jost Capito. Seidel war bei Porsche verantwortlich für das LMP1-Projekt. Capito war Volkswagen Motorsportchef, 4 WM-Titel in der Rallye-WM geholt mit Volkswagen. Also da ist schon eine gewisse Nähe vorhanden, aber Porsche muss sich jetzt, glaube ich, erstmal sammeln und wissen, was sie dann wirklich wollen. Weil das Problem ist, sie können sich jetzt auch nicht so einfach als Motorhersteller eintragen, denn soweit ich das verstanden hatte, wollten sie ja die Motoren von Red Bull Powertrains bauen lassen, wo sie dann ja Anteilseigner gewesen wären. Also nicht in Stuttgart. Das heißt, da ist jetzt auch nicht so einfach mal ein Motor aus dem Hut zu zaubern. Ja, und da kratzt man sich im Moment, glaube ich, so ein bisschen die Stirn bei Porsche in Stuttgart und fragt sich, wie man denn da jetzt mit umgeht. Red Bull hat die Tür noch nicht ganz zugemacht, hat gesagt, sie können natürlich trotzdem gerne als ja, Namensgeber des Motors sozusagen kommen. Ja, aber das ist natürlich nicht so, wie Porsche sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Dann wird es auf jeden Fall leider nicht den Kampf Porsche gegen Audi geben. Also hoffentlich überlegt sich da Porsche, was denn Porsche und Audi nach Formel 1, das wäre wirklich schon sehr delikat. Ja, also ich denke, bin ja nach wie vor der Meinung, aus Konzernsicht, Volkswagen-Konzernsicht, hätte das eh nicht so viel Sinn gemacht, wenn beide Teams so komplett unterschiedliche Projekte gestartet hätten. Vielleicht ist das jetzt die Chance, dass man doch eben einen gemeinsamen Motor baut, meinetwegen dann eben bei Audi in Neuburg, und dieser Motor einmal unter dem Namen Audi bei Audi fährt und vielleicht unter dem Namen Porsche bei einem anderen Team. Das wäre aus Konzernsicht ja deutlich effizienter, kostengünstiger. Man würde trotzdem beide Marken pushen können. Vielleicht denkt man da jetzt noch mal drüber nach. Ja, der Einstieg damals von Porsche in die Formel E lief dann doch deutlich einfacher und nicht so komplex ab. Formel E spreche ich jetzt deswegen an, da Sebastian Vettel sich ja sehr kritisch gegenüber der Formel E geäußert hat, hat das Konzept der Serie hinterfragt. Einer, der das nicht so lustig fand, ist Lucas di Grassi. Und ja, da wurde heute in der Pressekonferenz das nächste Kapitel aufgemacht. Ja, Lucas di Grassi, wissen wir ja, der ist ja, Fahrer in der Formel E, war auch schon Meister, hat, glaube ich, auch die meisten Rennen der Formel E bislang absolviert. Ich glaube, er hatte zuletzt auch sein 100. Formel E-Rennen unter die Räder genommen. Ja, und der fand das überhaupt nicht cool, dass Sebastian Vettel in einem Interview mit der Zeit ja, die Formel E ganz schön abgekanzelt hat. Also
da wurde er halt gefragt, was für ihn in Zukunft in Frage kommt. Er ist ja ein, wie soll ich sagen, Öko-Jünger, so würde ich das jetzt formulieren. Und damit natürlich müsste er theoretisch auch der Elektromobilität zugeneigt sein. Und da kam dann die logische Frage, ja, wäre denn die Formel E was für Sie, vielleicht auch als Botschafter, whatever. Und da hat Sebastian einen kleinen Kotzkrampf in Anführungsstrichen gekriegt und hat dann auch im Interview ganz klar gesagt, dass die Formel E für ihn ja eine Mogelpackung eigentlich ist. Ne? Ist ja noch nicht ganz. Batterien gehören nicht ins Auto, hat er gesagt. Also Ja, waren nicht fürs also. Auto gemacht. Genau, also das Elektromobilität hat ja immer noch das Problem der Batterien, die schwer zu recyceln sind. Die Herstellung ja, kostet auch viele Rohstoffe, gerade diese seltenen Erden. Der Abbau ist auch nicht gerade umweltfreundlich. Das findet Sebastian alles nicht so gut und hat deswegen halt über die Formel E hergezogen. Das wiederum fand Lucas di Grassi überhaupt nicht gut und hat sich darüber mokiert, dass Sebastian Vettel überhaupt seine Stimme gegen die Formel E erhebt. Und heute wurde nun Sebastian darauf angesprochen in der Pressekonferenz. Naja, und hat dann gesagt, ja, er kann da jetzt eigentlich gar nicht so richtig was zu sagen, weil er hätte das nicht gesehen, was der Lukas da gesagt hat. Und wahrscheinlich ist das alles wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Und wenn es ein Problem gibt, dann würde er sich dann persönlich bei Lukas melden. Man konnte aber sehen, dass ihm das ein bisschen unangenehm war. Naja, und das ist halt immer das Typische, was Formel-1-Fahrer sagen, wenn sie ja auf dem falschen Fuß erwischt werden oder mit Aussagen konfrontiert werden, die sie getätigt haben, wo sie auch wissen, ach, das hat jetzt vielleicht nicht jedem geschmeckt, dann werden andere Aussagen gerne mal aus dem Zusammenhang gerissen, weil wir Journalisten, wir sind ja immer diejenigen, die alles nur so schreiben, wie wir das wollen. Und ja, das ist was, da merkst du, das nervt mich auch ein bisschen. Ich bin ja am Ende auch Journalistin. Natürlich ja, gibt es da manchmal Headlines in gewissen Medien, die ein bisschen übertrieben sind. Auch gerade Clickbaiting ist ja in der Internetwelt ein Problem, was auch im Sport nicht zu unterschätzen ist, aber nichtsdestotrotz, in diesem Fall war es halt wirklich so, Sebastian hat das eine gesagt, die Grassi hat das andere gesagt und Sebastian hat jetzt einfach nicht darauf antworten wollen, weil es ihm, glaube ich, ein bisschen unangenehm war. Hätte er auch ruhig zustehen können, aber gut, er muss sich, glaube ich, in seinen letzten Rennen nicht mehr mit solchen Sachen rumschlagen, aber dann vielleicht auch das nächste Mal einfach die Klappe halten. Ja, sind wir mal gespannt. Ich bin ja auch überhaupt kein Fan der Formel E, aber das Ich sage jetzt auch später. nicht, dass ich ein Fan der Formel E bin, aber wie gesagt, wenn man schon die Formel E Ja. kritisiert und dann halt, Muss es fundiert sein, ja. ja, und dann einfach auch dazu stehen, ne? Dann hätte er nochmal Ja. sagen können, ja, er versteht das, dass der Lukas das vielleicht nicht so geil findet, weil Lukas hat seine Karriere in der Formel E halt gemacht. Nichtsdestotrotz muss man diese Serie halt nicht gut finden. Und dann hätte er ja auch nochmal sagen können, seiner Meinung nach geht die Formel 1 vielleicht den viel besseren Weg in Zukunft mit Hybridmotoren, mit 50% Elektroanteil und eben E-Fuels. Also, ne, das hätte er ja da auch nochmal erwähnen können, aber man merkte, dass er ein wenig peinlich berührt war. Ja, wenn ihr die Formel E auch nicht mögt, dann lasst jetzt ein Abo da. Nein, kleiner Spaß, aber lasst sowieso gerne ein Abo da an dieser Stelle. Ja, und schreibt auch gerne mal eure Meinung zur Formel E in die Kommentare. Seht ihr das für Vettel oder seid ihr ein großer Fan oder vielleicht sogar zum Motorsport gekommen durch die Formel E? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Währenddessen machen wir weiter mit dem Thema Ricardo Webber. Ja, einmal hat Webber ihm die Tür aufgemacht bei Red Bull. 2013 hat das Cockpit dann freigegeben, sodass 2014 Ricardo übernehmen konnte. Ja, und jetzt hat Webber Ricardo aus der Formel 1 geschmissen, sozusagen mit dem PS3-Deal. Ja, der hat sich auch bei ihm entschuldigt dafür, so mehr oder weniger, ne? Ja, also entschuldigen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber tatsächlich hat Mark Webber dann Ricciardo ja abgefangen, nenne ich das jetzt mal in Zandvoort und wollte ihm einfach sagen, dass es das halt nichts Persönliches war. Mark ist ja Manager von Oscar Piastri und als Manager muss er das Beste für seinen Klienten machen. In dem Fall war der McLaren-Sitz halt ja besser als der Alpine-Sitz, zumal Alpine sich da ja nicht so richtig äußern wollte, schriftlich, dass sie Piastri wirklich dann eben auch für die Zukunft verpflichten wollen. Das war ja auch das Problem, weshalb sie ja den Prozess in Anführungsstrichen beim Contract Recognition Board verloren haben. Naja, und in Zandvoort hat Mark Webber halt kurz den Kontakt zu Daniel Ricciardo gesucht, hat ihm das gesagt, dass ihm das leid tut, dass Daniel dadurch natürlich durchs Rost gefallen ist und dass Daniel das bitte nicht persönlich nehmen soll. Das hat Daniel dann später auch erzählt im Interview und dass er das auch gut fand, dass Mark zu ihm gekommen ist. Ganz lustig war, in dem Moment, wo das passiert ist, bin ich an den beiden vorbeigegangen. Zandvoort war so aufgeteilt, dass es ein oberes und ein unteres Fahrerlager gab und zwischen diesen beiden musste man halt immer hinterherlaufen und das Pressezentrum war in der Mitte und ich komme gerade die Treppe des Pressezentrums runter und da stehen die beiden da und man sieht auch, wie Ricciardo Mark Webber auf die Schulter klopft. Ich denke, das Foto werden wir hier auch einblenden oder haben es schon eingeblendet.
Naja, und das ist doch ganz schön, dass da jetzt auch dann, sollte es böses Blut gegeben haben, vielleicht auch unter australischen Ricciardo- und Piastri-Fans oder Webber-Fans, dann ist das damit jetzt beseitigt. Ja, und die Australier haben sich alle wieder lieb. Ja, also dann dem Sinne Ende gut, alles gut. Und ja, Daniel Ricciardo hat ja eigentlich schon so mehr oder weniger geäußert, dass er jetzt ein Sabbatjahr macht, ne? Ja, also das wurde wohl gehört im Fernsehen, wie er das zu einem befreundeten Fahrer gesagt hat. Ich glaube, es war Sergio Perez. Da war das Wort Sabbatical zu hören. Und auch heute in der Pressekonferenz hat er offen darüber gesprochen, hat auch gesagt, es wäre halt immer besser, wenn man frisch und aktiv bleibt. Aber ja, ein Sabbatical, also ein Jahr Auszeit, wäre in seinem Fall vielleicht auch nicht so schlecht. Ich habe gehört, dass er mit der Welt wohl auch ziemlich durch ist. Und manchmal ist es dann so, dass so ein Fahrer auch wirklich ein Reset braucht und einfach auch mal ein bisschen Abstand von der Formel 1. Das ist ja auch ein Sport, der einen wirklich schlauchen kann. 22, 23, 24 Rennen, es werden immer mehr. Und Daniel ist bei McLaren einfach nicht so in Fahrt gekommen, wie man sich das vorgestellt hätte. Dann die ganzen Gerüchte zuletzt mit Piastri, Verhandlungen, Ablöse, dass Daniel halt ja sein Cockpit dann freigibt, sozusagen. Das ist alles nicht so leicht. Und wenn ich ihm was raten müsste, also nicht, dass er mich fragen würde, wobei mit Daniel habe ich ein ganz gutes Verhältnis. Also fragen tut er nicht, aber er hört manchmal zu. Ja, dann würde ich sagen, mach mal ein Jahr Pause, Junge, und dann versuchst du wieder zurückzukommen. Der ist nicht schlecht. Ich kenne ihn lange, lange, viele Jahre bei Red Bull, war mit Sebastian Vettel auf Augenhöhe, galt damals auch immer als sehr, sehr großes Talent. Naja, und bei Renault, da hat er ja auch noch Nico Hülkenberg in Rente geschickt, sozusagen. Ich bin immer der Meinung, Rennfahrer verlieren oder vergessen nicht von heute auf morgen, wie man Formel 1 fährt, aber manchmal ist der Druck im Kopf so groß, dass sie nicht befreit auffahren können. Und das ist in diesem Sport sehr, sehr wichtig, dass man die mentale Stärke hat. Die hat Ricciardo im Moment nicht. Und insofern würde ich an seiner Stelle nicht von einem Cockpit ins nächste springen, schon gar nicht in so einen Haas, wo er dann auch noch hinterherfährt. Das ist seiner, ja, unwürdig, würde ich fast sagen. Und insofern tippe ich da auf ein Sabbatical. Ja, und wenn er dann doch wiederkommt, es gibt ja auch Fahrer, die sind nach dem Comeback auch nochmal Weltmeister geworden. Niki Lauda, 84. Okay, Bianca, dann würde ich sagen, sind wir durch. Und ja, vielen Dank für deine Expertise, für die ganzen Infos. Und wir hören uns dann Samstagabend wahrscheinlich wieder. Genau, da sollte eigentlich auch nochmal ein Video kommen. Allerspätestens seht ihr auf jeden Fall uns, Sonntag wieder. Und dann, ja, wünsche ich euch einen schönen Abend da draußen und bis Samstag. Genau, ich wünsche auch einen schönen Abend. Liebe Grüße, Alex. Bis dann. Ciao. Ciao.